So, neue Runde. Holy shit, das Spiel eben. Das habe ich lange nicht erlebt. Aber naja. Puh. Okay, was machen wir hier? Luna Crystal Maiden. Your turn to pick. Luna Crystal Maiden. Nightstalker. Grimm. Grimm gefällt mir eigentlich ganz gut hier. Ist gut mit Nightstalker. Ist nicht speziell gut gegen die beiden. Only 10 seconds. 5 seconds. Hurry, hurry. Ich frage, woher nimmst du nach solchen Spielen die Lust, gleich das nächste zu machen? Naja, ich kann das schon einigermaßen schnell abschalten. Wenn wir jetzt nicht wieder einfach komplett wieder eine Vollscheiße haben, ist das auch schon wieder schnell vergessen. Weil das Spiel, ja, das ist so ein bisschen halt das schon noch nach. Also während des Spiels, was der Sand King, der Disruptor und der Tinker gemacht haben, der ist, glaube ich, in den ersten 10 Minuten 5-mal gestorben. Oder 6-mal sogar. Das war halt einfach so krass. Also, wie gesagt, das einfach, der hat sich selber gesuicidet. Der ist mal reingeburrowstrikt in die Leute, in den Juggernaut und AA, reingeburrowstrikt und dann einfach gestorben. Ja, aber wie gesagt, das geht schon halt. Mein Gott. Shadow Demon wäre der Hammer gewesen. Ja, wäre auch nicht schlecht gewesen, das stimmt. Man kann Illusions von Luna machen, was relativ gut ist. Wir haben nicht besonders viele gute Synergien jetzt mit Grimm im Sinne von für die Spells. Cold Feet, sonst nicht, Void. Ist eh AOE. Wird auch nicht doppelt gecastet dann, glaube ich. Oder wenn er das targetet, vielleicht wird es dann targetet und dann im AOE. Ich weiß nicht genau, wie er dann funktioniert, wenn er das Talent nimmt. Windranger. Ja, so richtig gut ist es nicht. Naja. Oben haben wir jetzt. Irgendwie haben sie eine Greedy Offlane. Ich hoffe, die Leute können das bestrafen. Monkey Offlane vielleicht. Ich würde schon denken, besser als Luna. Luna hat zu wenig Range. Nur auf die Offlane wäre das komplette Dunce-Game für sie. Manche sind natürlich auch nicht mehr Range, aber es hat ein paar andere Möglichkeiten noch. Not End! Danke für den Resub. Das Jahr voll! Vielen Dank dafür. I alone hold back the ink tide. It's in the bag! It's in the bag. Was ich in den letzten 2 Monaten gemacht habe, kannst du dir den Graph angucken. Ich würde sagen, in den letzten 2 Monaten stagniert es jetzt wieder ein bisschen. Die Konversation, nicht arg geklippt, aber super. Der Sand King eben. 15 Minuten komplette Scheiße zusammenspielen und dann kann er nicht mehr an sich halten und dann wird irgendwie irgendeine russische Tirade ins Mikrofon geplärrt. Das war schön. Obwohl, in den letzten 2 Monaten hatte ich zwischendurch diesen Tiefpunkt. Ich hatte ja kurz so einen Dip nach unten, einfach einen kurzen Absturz und dann wieder hochgespielt. Aber jetzt sagen wir in den letzten Wochen bewegt sich jetzt nicht so vom Fleck. Was it? Okay, never mind. Everyone just go bottom. Der A muss dann wieder kommen. Ja, nicht so schlecht, wenn der A. Ja, kann man mal sehen. Ist gar nicht so schlecht, wenn wir 5 Leute haben.
ist einer dann. Where were we? Radiant was pushing. Or was it? Okay, never mind. Everyone just go bottom. Just hit him. We can kill him. He just doesn't have enough damage. Just hit him. Good job. Dann geht der weg. Vor allem erst den Stack geben. Wenn er halt vor dem Stack weggeht, okay. Also du kannst ihn nicht erst den Stack geben und dann weggehen. Man gegen Level 1 hat er nicht genug Schaden. Selbst mit seinem... Zum Glück ist er zurückgekommen. Das wäre schon wieder so ein Dance-Game gewesen, wenn er jetzt einfach dann mich da sterben lässt. Erst den Stack geben und dann tschüss. Wir sehen uns. Man sieht sich. Möchtest du nicht in die Lane gehen zum Last Hitten und so? Ziemlich noch gesidestepped. Ich glaube, es hackt mir doch nicht. Ich dachte schon. Von der Crystal Maiden. Jetzt geht's los. Bis der kleine Schneebällchen wirft. Das kleine Mädchen. Get back. Wie, was stellt er sich denn jetzt gerade vor? Don't just run it. Your primary target is last hitting, dude. And don't give him stacks if not necessary. If you do that, we'll be fine. As expected. Mid tower taking damage. Ich mach jetzt mal einen Pull. Zum halben. Na egal, jetzt passt. Na egal, ist ja doch tags. Nix
bets on that. Gib mir meine Clarity. Die könnten mir die Flasche nicht. Die größte Main spielt voll scheiße. Zum Glück. Run all you like. I need level 4. Time is money. Bounty. Crystal Maiden is here. Let's use the shrine. Let's use the shrine real fast. It seems a lifetime ago I last gave thanks. Okay, man. Let's kill Malakikin now. Okay, let me get in range. Let me just run at him. I silence and give you Inkswell. Okay, go. Das nächste Erkennen gibt's fertig. Missing middle. Pull gemacht für erstmal Arcane Boots. Let me get the last hit for Arcane Boots. Das kann jetzt richtig aktiv sein. Sieht doch bis jetzt ganz gut aus, das Game. Wir kommen top again, we can kill this monkey easily. My gratitude. Don't show. Gonna push the creep up into the tower. I think he'll come. Gepasst. So. True expression of power. Ja, mein Shit zumindest mit einpacken. Schicke ich noch zu Wind Ranger. Enemy's top tower destroyed. Hmm.
passing middle. Thank you. Wenn wir ein bisschen reinbaiten können. Was ist denn Luna Offlane eigentlich? The fuck? Maybe we get some hits in. And then we can bait him in the Chronosphere. Just if we get some hits. Dachte, das hätte locker beide bekommen. Was das ist? Dachte, das hätte locker beide bekommen, ohne da jemanden zu verlieren. Mich ein bisschen verschätzt anscheinend. Haben die Luna noch bekommen? Ja. Trotzdem war es alles ein bisschen strange. Gibt es eigentlich weniger Gold, wenn er so stirbt? Also ist mir relativ egal, ich hätte den Kill schon ziehen können. Ich dachte, wir bekommen die einfach so, aber selber war ich ein bisschen unentschlossen, das war nicht gut. What the fuck? Das hab ich auch nicht gesehen. Ich bin ein bisschen blind, oder was? Support Luna wahrscheinlich dann alles. Okay, ist alles ein bisschen schon wieder ein Dance-Game hier. Your top tower is under attack. Чем ты? У тебя ник лосось Серега. Ты пишешь 4 хера. Ты уверен? Der Void war halt nicht so mit dabei. Hat er keine Zeit für so einen Quatsch. Kein Stress, Boys. Bow before me. Nehmen wir schon. Hat den AA verloren, sehr gut. Mana mit an den Void geben. Bow before me. Naja, war ich zu langsam. Jetzt mal merkt sich den Inks voll. Mit dem Nightstalker ist es ziemlich gut zusammen. Ember kann halt wieder noch ein Problem. Wir liegen jetzt ganz gut vorne, 15-7. Ist immer ein guter Start. Okay. Schön outplayed. Your lifeline ends. Ah, an afternoon restorative. I'll
return the favor. I didn't bother picking up cards. Sorry, I didn't. Just wanted to take it away from them. Я отплачу тем же, как сказал Вэр. You lose face and life. Hey, hey. Ah, never mind. Kann ich den Ult nach unten benutzt? Fight him! Fight him, you have ult. Ein bisschen zu spät. Wurscht. So, mal TPs holen. Der Chasing Bottom. Wollte ich extra den Ember bekommen mit dem Soulbind. Das hat sehr gut geklappt. Läuft wie am Schnürchen hier mit meinem Grimm. Läuft echt gut. Und ich habe gute Teammates. Ich bin so erleichtert. Immer noch gefragt, was soll man machen. Man hat auch ja, doch immer wieder auch mal vernünftige Spiele zwischendurch. Jetzt mache ich später das hier. Forstauf ist immer noch gut. Конечно, ты думал, у него все эти итальянцы, но... Грим у нас пиндос. Они почти все притворяются, скорее всего, Грим тоже. В конце скажет, типа, здорово, пацаны, и все, что-нибудь такое. Я сейчас говорю English. Это надо. By the way, if you want to, look who's coming for dinner. Давай по-русски говори, чувак. Ты понимаешь, понимаешь. On my way. Wir verstehen dich. Ist doch schön, wenn man verstanden wird. The ink by my hand alone. Oh, nice. That's a Roche. Absolutely perfect. Four stars. Never mind, that wasn't it. Это ГГ! Видишь, это ГГ. Он не знает, хотя все эти знают. It's a good game, so yeah. Der steht da unten. Да, чувак, давай уже по-русски, пожалуйста. Молодец, по-панку дался. Ganz gefreut über ЭТГГ. Let's do Roche.
Night Stalker, you can easily do it. Just ult, Windranger. Use Focus Fire. Oh fuck! That was big. Go, do I show? Da haben sich gefreut, das ist doch nett. Rune, pass bereit. Etta GG. Was anders noch? Was auch immer das heißt, keine Ahnung, was das heißt. Klingt nur lustig, deswegen habe ich es drin. Парад, возьми книгу себе, прокачай талант. On my way bottom, I'm on my way. Guys, can we help? Yes. Ach nett. Скажи мне, Гримсток, могло быть хуже или не могло? Ответь. Sag mal, red mal über mich. Die Schweine, ich verstehe es nicht. Гримсток, say please, я люблю вас. Say what? Say please, я люблю вас. Я люблю вас? Да-да-да. It means I love you. Okay. Yeah, I love you too. Good job. Вообще без шансов оставили. Das ertragen sie nicht, wenn ich ihnen sage, dass ich sie liebe. Da dreht ihn, brennt ihn gleich die Sicherung durch. Oh oh, they're chasing me. I don't like it. Помогите Гримстоу. Маляр сейчас будет красить. This will not stand. I hope it was worth it. Total. Oh dear, well that's one less middle tower for you. My heart. I
Good job. Nice bash. Научи баш. You should have known better. You should have known better. You should have known better. Что это такое? Что это? На прокастер. Знаем кто-нибудь, ну пока там двоих нет. Куда мы попали? Ай-яй-яй-яй-яй, что сейчас произошло? What does it mean? Can you tell me? А есть средства тебе? Ай-яй-яй-яй-яй, что сейчас произошло? Thank you. Believe what just happened. Ah, okay. Thank you. Monkey's top. Thank you, go for the rune. Can we kill him here? Tower is being attacked. But I'm worth so much more. Соло. Саляна. I'll return the favor. Oh, can we kill me? We have mana. БКБ нужно, пацаны, БКБшечку мою. Лос БКБшечка, лос БКБшечка. Да там нету ты. Фак. Вот это я, блядь, позволите. Ну да, давай. Найн! Fucking full staff, он nicht getroffen. Outplayed, motherfuckers. You should have known better. Know your place. Nice. Это ГГ. 50 дэмэджа с руки, это конечно нормально. Это ГГ. Фу, это было gefährlich, dem AA danach helfen zu wollen, aber holy shit, ey. Das war nicht lucky. Meine, klar war es auch ein bisschen glücklich, aber es war auch von einfach nicht so scheiße gespielt. Das spielt ja schon eine Rolle. So schlecht spiele ich den Grimm schon auch nicht. Das zum Beispiel war gerade auch eine ziemlich gute Aktion, wenn ich mich mal selber loben darf. Beide gewarnt, kann man uns ja machen, gesilenced und dann beide für 3,7 Sekunden ist es, glaube ich, gestunt. Ja. Na, vielleicht nicht ganz so viel, aber fast 3 Sekunden. Nicht ganz ungefährlich, aber das Team. Bis jetzt machen die immer den Follow-up, deswegen kann ich sowas machen. Лупи до конца его. Два немного будет, слышишь, няна? Не, ладно, не лупи. Не мало, не тебе. Алибард тут работает. Да он не хак, ты шпит хак, он не фоль. Что с ним лос? Два, три мая фоль гахакт. Наja. Den Creep gesilenced, echt? Das ist natürlich ein peinlich, wenn ich mich gerade voll selber lobe. Dann habe ich echt den Creep gesilenced. Jeder hat aber auch nichts gemacht. Hat der Creep was gecastet? Ich habe keinen Cast gesehen. Wurde alles richtig gemacht. Absolut. Und das halt wirklich so, ist natürlich ein bisschen peinlich, wenn ich mich gerade schön selber lobe. Während so einer Aktion und dann. Kein Mana! These things require Mana, yeah, no shit. Oh.
Блин, я не успел, братан. Братан! Was da los, братан? Это ГГ. Kill him! He wants my ass! Holy shit. Brathahn. Ach hier, meistens. Also schon mich gecarried und war auch sehr angenehm. Ach, ein lustiges Spiel. Eta GG. Wie auch immer das geschrieben wird. Oh Mann. Ja, aber es war ein cooles Spiel. Mit dem Nightstalker hatte ich einfach eine gute Synergie auf der Lane. Und in der Lane lief es anscheinend dann auch vernünftig. Und dann konnte ich einfach das Spiel drüber rollen. Sehr lustig. Und sehr angenehme Atmosphäre. Ist natürlich auch leichter, wenn man gerade gewinnt. Wenn wir nicht verschweigen, dann kommt es immer eher mal zu sowas, aber ist auch so einfach. Sehr, sehr nett. Und ein bisschen was gelernt haben wir auch noch. Ein paar Mal ein bisschen Russisch gelernt. So, wie wir verlernt, was heißt, ich liebe dich. Braucht man bestimmt mal. Wenn ich hier mal eine nette Russin in Dota kennenlerne, muss ich das auch sagen können. Sonst wird das ja nie was. Na toll, alles wieder vergessen. Ja, so haben wir das Spiel davor. Das Ups. Das ist unfassbar, wie die Spiele schwanken halt. Sich nonstop suicidet. Ich fand oben die Crystal Maiden war zu passiv. Ich finde, man kann dem tatsächlich, das ist immer so eine Sache, in dem der Nightstalker noch ganz gut reagiert beim Fight um die Rune, dass wir dann noch das First Blood gemacht haben. Er wollte schon umdrehen, nachdem er da die Stacks an den Monkey King gegeben hat. Und hat er noch, aber dann sich einfach umgedreht und den verhauen. Das war ganz gut, dass wir da die Kommunikation hatten. Und danach fand ich, die Crystal Maiden hat schon mich ein bisschen harassed, aber die hat viel zu wenig gemacht trotzdem. Die muss mehr da stehen, mehr right-klicken zwischendurch die ganze Zeit. Du brauchst halt deine 6 Tangos dann, als Crystal Maiden wahrscheinlich. Du musst die ganze Zeit trotzdem noch right-klicken. Du musst dein bisschen harass, was du hast, noch unterbringen. Sonst hat sie schon auch mal die Crystal Nova gemacht und so. Das war alles schon okay. Wahrscheinlich haben wir die stärkere Lane, obwohl es halt am Tag Nightstalker ist nicht besonders stark, er ist recht tanky. Monkey King hat mehr Damage, mehr Range, ist dafür nicht so tanky. Dafür ist Grimm der bessere Support als Crystal Maiden in der Lane. Ist ein bisschen stärker. Aber es ist irgendwie so ein bisschen so ein Hin und Her. Es kann in beide Richtungen gehen, glaube ich, das Matchup. Und die Crystal Maiden muss halt wenigstens versuchen. Die war ein bisschen zu passiv. So, du musst immer. Die Frage ist, die du immer stellen musst, bin ich stärker oder schwächer in der Lane? Auch wenn du schwächer bist in der Lane, kann es die richtige Entscheidung sein, ein bisschen die Lane rauszupushen und einen Pull zu machen. Wenn du halt nicht wirklich dagegen manfighten kannst. Sie hat mit mir schon gar nicht so schlecht getradet und ich musste schon mal ganz Regen aufbrauchen. Also hat sie, ich finde es okay gemacht, aber insgesamt war sie, als dann wahrscheinlich musst du mehr machen. Was, glaube ich, auch nicht leicht ist. Wir haben schon eine gute Combo auch, Grim, Nightstalker. Also wenn der Nacht ist sowieso, aber das lief auch ganz gut. Aber ich glaube, wow, man kann als Monkey auch viel Damage ausweichen. Ja, stimmt schon. Ja, stimmt, das auch noch rechts. Sollte man als Monkey, ist es schon wichtig, dass man das kann. Dass man auch mal dann Damage dodgt und so. Also, ich glaube, die Lane kann tatsächlich in beide Richtungen gehen. Weil es durchaus auch gefährlich sein kann, so auf Level 3. Level 3 Monkey King mit Level 2 oder Level 3 Crystal Maiden. I'm out of position, wenn du die Stacks bekommst. Das ist schon echt gefährlich. Müsste ich mal andersrum spielen tatsächlich. Aber
Unabhängig davon haben wir auch einfach besser gespielt, fand ich. Wir hatten wirklich eine schöne Synergie auf der Lane und oft die so gleichen Ideen. Am Anfang war es ein kleines bisschen wackelig, die ersten paar Sachen, aber danach fand ich, hat es gut geklappt. Ja, man sieht es auch, der hatte echt guten Farm. Den zwei Lanes haben wir dann auch gewonnen. Aber es ist auch Lunas Support. Luna war dann die 4 und der Slada hat gefarmt. Hat am meisten Farm von denen bekommen. Luna Support, das wurde ja in der Pro-Scene ein paar Mal gespielt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. In der Lane halte ich es für einigermaßen schwach, weil die Range von Luna halt furchtbar ist. Der Right-Click ist schlecht und die Range, die Attack-Range ist furchtbar. Das heißt, du hast nur dein Spell. Das Mid-Game ist es gut. Ich, vielleicht auch in der Tri-Lane kann ich mir Luna als Support vorstellen. Aber oben, man sieht es, die Crystal Maiden hat gar nichts. Ich habe halt auch voll viel. Nach 10 Minuten oder hier, hier sind die 10 Minuten. Da habe ich noch ein bisschen mehr, da habe ich noch einen Kill bekommen. Aber ich habe halt so viel Farm wie der Monkey ungefähr. Ich habe halt so viel Farm wie die Position. Ich habe halt richtig gute Lane gehabt. Der Nightstalker hat richtig gut gespielt, die anderen beiden Lanes sind auch gewonnen. Und wie hat Luna Support? Ich sehe es nicht ganz. Ich glaube, ich weiß nicht, fühlt sich für mich zu schwach an für die Lane. Aber ich hab nur mitbekommen, dass gespielt wurde, aber ich habe das Spiel auch nicht gesehen. Vielleicht sollte ich mir die nochmal angucken, wie auf Professional Level im Competitive Games, wie da Luna Support gespielt wird. Aber ich sehe viele Probleme irgendwie mit Luna Support. Ist denn der Lucent Beam stark genug? Der Lucent Beam ist kein schlechter Nuke, aber ich glaube, der Rest ist zu schlecht. Übrigens ist, glaube ich, mein letztes... Ja, wir haben ein Level bekommen, ne? Ich habe gerade das letzte MVP-Achievement bekommen, glaube ich. Ja? 25 ist viel zu wenig. Was mit 50? Müssen wir noch ein bisschen irgendwie so 15 oder 5, 15 oder 5, 25, 50 oder so. Guck, so ein MVP könnt ihr hier zugucken. MVP-Stream. Geiler Typ einfach. Das ist doch ein Booster hier. Was soll ich noch dazu bekommen? Trommeln. Ich dachte einfach mal, es wäre ein Hamburger. Ich dachte immer, es wäre ein Hamburger. Weil es auch ein bisschen das Grün hat, so ein Salat oder so. Dann hier die Boulette halt in der Mitte, oben das Brötchen. Was war das? Wir müssen uns mal gucken, dass wir ein paar coole Games haben, wo wir Double Downs reinbringen können. 15 Level noch, haben wir noch einen Double Down mehr, wir haben auch eine Menge Token. Können wir eben die Arcana Vote zwischendurch machen. Das sieht echt aus wie ein Burger. Invoker Dragon Knight, natürlich Dragon Knight. Storm, da wird zu viel gespielt schon. Naja, ne. Slark, Titan, natürlich Tidehunter. Holy fuck, diese ganzen edgy Helden, Slark und Invoker. Geht mir weg. Leiste Level. Ah, fände ich für beide okay. Windranger. Oh, Silencer. Ember kriegt auch eine Vote, was sie schon drei kriegt. Den Rest kriegt der Silencer. Ja. Puh. Aber war ein cooles Spiel. Echt Spaß gemacht.